Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Ja, im Namen des Kinderliturgie-Teams möchte ich euch recht herzlich begrüßen. Und an der Gestaltung vom Familiengottesdienst sind heute Hilda, die Marlene und ich beteiligt. Wie immer bei einer Kinderkirche fangen wir mit dem Kreuzzeichenlied an. Ich denke an dich, ich erzähle von dir, ich weiß, du hast mich lieb. Ich denke an dich, ich erzähle von dir, ich spüre, du bist bei mir. Ihr habt euch vielleicht im Hereingehen schon gefragt, warum da so viel Zettel heute herumhängen und was denn das zu bedeuten hat. Wir hoffen, dass sich die meisten von euch schon Gedanken darüber gemacht haben. Was macht mich glücklich? Auch wir haben sich natürlich Gedanken darüber gemacht und mit ein paar Leuten geredet und mit Kindern geredet natürlich, was die glücklich macht. Und ein paar Beispiele haben wir da jetzt für euch. Es macht mich glücklich, wenn ich gesund aufwachen darf und mir dabei den Sonnenaufgang ansehen kann. Es macht mich glücklich, wenn ich in der Natur spazieren gehe und der Schnee dabei in der Sonne glitzert. Es macht mich glücklich, wenn ich mit meiner Familie Zeit verbringen kann und wir miteinander Spiele spielen. Es macht mich glücklich, wenn ich mich verkleiden darf und auf einem Fest mit Freunden feiern kann. Es macht mich glücklich, wenn ich draußen im Schnee mit meinem Flitzi fahren kann. Es macht mich glücklich, wenn ich endlich meine Hausübung gut geschafft habe. Es macht mich glücklich, wenn ich meine Sorgen, aber auch mein Glück mit jemandem teilen kann. Den Begriff Glück könnte man auch mit selig übersetzen, und genau darum geht es im heutigen Evangelium. Jesus lehrt uns ganz andere Wege zum Glück als der Geist dieser Welt. Mit Jesus bleiben wir aber nicht bei der Frage stehen, was mein Glück ausmacht, sondern wir fragen auch, was mit dem Glück der anderen ist. Es gibt Tage, an denen wir nicht spüren, dass wir andere durch ein liebes Wort glücklich machen können. Musik.
Wenn wir unglücklich sind, fällt es uns schwer, neues Glück in Kleinigkeiten zu finden. Obwohl wir alles Materielle haben, wie zum Beispiel ein Haus, Essen, ein Auto, macht uns das immer mehr Wollen manchmal unglücklich. Mächtige Gott, erbarme sich unser, erlasse es zu Sünden nach und führe uns zum ewigen, glückseligen Leben. Lasset uns beten. Gott, du liebst deine Geschöpfe und es ist deine Freude, bei den Menschen zu wohnen. Gib uns ein neues und reines Herz, das bereit ist, dich aufzunehmen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Lesung aus dem Buch Jeremia. So spricht der Herr: Verflucht der Mensch, der auf Menschen vertraut, auf schwaches Fleisch sich stützt und dessen Herz sich abwendet vom Herrn. Er ist wie ein Strauch in der Steppe, der nie Regen kommen sieht. Er wohnt auf heißem Wüstenboden im Salzland, das unbewohnbar ist. Gesegnet der Mensch, der auf den Herrn vertraut und dessen Hoffnung der Herr ist. Er ist wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und zum Bach seine Wurzeln ausstreckt. Er hat nichts zu fürchten, wenn Hitze kommt. Seine Blätter bleiben grün. Auch in einem trockenen Jahr ist er ohne Sorge. Er hört nicht auf, Frucht zu tragen. Wort des lebendigen Gottes. Thank you.
wir. Vielleicht stehen die Kinder Ulle auf. Überhaupt Ulle. Halle, 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 Halleluja. Halle, 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 Halle. So spricht der Herr: Freut euch und jubelt, euer Lohn im Himmel wird groß sein. Halle, 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 Halleluja. Halle, 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 Halleluja. Halle, 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 Halleluja. Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit stieg Jesus mit seinen Jüngern den Berg hinab. In der Ebene blieb er mit einer großen Schar seiner Jünger stehen. Und viele Menschen aus ganz Judäa und Jerusalem und dem Küstengebiet von Tyrus und Sidon strömten herbei. Jesus richtete seine Augen auf seine Jünger und sagte: Selig ihr Armen, denn euch gehört das Reich Gottes. Selig die ihr jetzt hungert, denn ihr werdet satt werden. Selig die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und aus ihrer Gemeinschaft ausschließen, wenn sie euch beschimpfen und euch in Verruf bringen um des Menschensohnes willen. Freut euch und jauchzt an jenem Tag, euer Lohn im Himmel wird groß sein, denn ebenso haben es ihre Väter mit den Propheten gemacht. Aber weh euch, die ihr reich seid, denn ihr habt keinen Trost mehr zu erwarten. Weh euch, die ihr jetzt satt seid, denn ihr werdet hungern. Weh euch, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet klagen und weinen. Weh euch, wenn euch alle Menschen loben, denn ebenso haben es ihre Väter mit den falschen Propheten gemacht. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Los sei dir. Liebe Kinder, liebe Familien, liebe Schwestern und Brüder, die Seligpreisungen von Matthäus sind bekannt. Sie sind der Beginn der Bergpredigt. Im Lukas-Evangelium, das wir heute gehört haben, findet diese Rede aber in einer Ebene statt. Darum heißt sie Feldrede. Bei Matthäus haben wir 8 Seligpreisungen und da kommt es mir auf die innere Einstellung an. Selig sind die Armen im Geiste, also die Demütigen. Selig sind die Sanftmütigen, die Barmherzigen, die Friedenstifter und so weiter. Bei Lukas hingegen geht es um die soziale Situation. Selig sind die Armen, die nicht einmal das Notwendigste haben. Selig sind die Hungernden, die wirklich nichts zu essen haben. Wir preisen eher andere Leute glücklich oder selig. Die Reichen, die Schönen, die Gesunden, die Jugend und so weiter. Jesus aber sagt: Wehe den Reichen, die alles im Überfluss haben und nicht teilen wollen. Die lachen womöglich über die Armen und denen das Elend des anderen nichts anzugehen scheint. Im September ist das Evangelium, auch von Lukas, das Gleichnis vom armen Lazarus und reichen Prasser. Das
glaube, ihr wisst, wie dieses Gleichnis ausgeht. Der Lazarus kommt in den Himmel, der reiche Prasser in die Hölle. Auch im Lukas-Evangelium sagt Maria schon bei der Begegnung mit Elisabeth: Gott stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Er sättigt die Hungernden mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen. Es geht Lukas um die wirklich Armen und Hungernden, die im Elend des Lebens keine Freude mehr finden. Sie weinen, aber sie werden von Gott getröstet, denn sie haben sonst keinen Trost. Ihnen gehört das Himmelreich, denn ihnen gehört ja sonst gar nichts. Sie haben kein Eigentum. Im Reich Gottes aber, im Reich der Gerechtigkeit, des Friedens, der Liebe, gibt es keine Tränen mehr, keinen Hunger, keine Gewalt, nicht einmal mehr den Tod. Ich möchte euch noch eine Geschichte erzählen. Eine alte griechische Sage vom König Midas, der hat anscheinend wirklich gelebt, 600 Jahre vor Christus, aber es ist eine Sage. Es heißt, Gott musste ihm einen Wunsch erfüllen. Der König Midas war schon sehr reich, aber er wollte noch mehr. Was war sein Wunsch? Er wünschte sich, dass alles, was er berührte, zu Gold würde. Und dieser Wunsch wurde ihm gewährt. Dann wollte er essen und trinken. Aber das Essen wurde zu Gold und er biss sich die Zähne aus. Das Trinken wurde zu Gold. Und dann kam noch seine kleine Tochter und umarmte ihn und wurde zu einer leblosen Statue aus Gold. Da bereute er seinen törichten Wunsch und bat, Gott möge doch diesen Wunsch rückgängig machen. Das wurde ihm auch gewährt. Aber als Strafe wurden ihm die Ohren lang gezogen, sodass er dann Eselsohren hatte. Und die musste er sein Leben lang unter einer Mütze verbergen. Nun, diese Geschichte zeigt, dass Weisheit besser ist als Reichtum. Die Bibel sagt einmal ganz lakonisch im Psalm 49, der Reiche und Mächtige, wenn er auch Königreiche sein Eigen nennt, ist wie ein fetter Ochse, der zum Schlachten geführt wird. Er muss anderen seinen Reichtum lassen. Vom Tod kann sich niemand freikaufen. Der Reiche und Mächtige ist wie ein fetter Ochse, der zum Schlachten geführt wird. Wer weise ist, der durchschaut die Täuschungen dieser Welt, die viele Propaganda, die uns falsche Bedürfnisse einredet. Wer weise ist, kann unterscheiden zwischen dem, was flüchtig ist, nur einen Moment dauert, und was ewig ist, was ewig dauert. In der ersten Lesung haben wir von zwei Typen von Menschen gehört. Jeremia sagt, verflucht ist der Mensch, der auf Menschen vertraut, der auf schwaches Fleisch, auf materielle Güter sich stützt, der sein Herz abwendet von Gott, der den Ursprung seines Lebens vergisst. Er ist wie ein kahler Strauch in der Wüste. Er spürt keinen Regen mehr, keinen Trost mehr vom Himmel und verdorrt. Wer sich aber auf Gott verlässt, ist gesegnet. Wer seine Hoffnung auf den Herrn setzt, ist wie ein grüner Baum. Auch wenn die Prüfung in der Trockenheit kommt, bringt er Früchte. Wir haben aber noch eine Seligpreisung, die vierte. Selig seid ihr, wenn ihr gehasst und beschimpft werdet und in Verruf kommt um des Menschensohnes willen. Das heißt, die um ihres Glaubens an Jesus verfolgt werden. Sie sind selig zu preisen, denn ihr Lohn im Himmel wird groß sein. Es gibt ja immer noch Christen, die verfolgt werden. Nicht in unserem Land, wir haben Religionsfreiheit, aber in so manchen islamischen Ländern, da gibt es die Frau Asia Bibi in Pakistan zum Beispiel oder andere.
Aber auch im Westen werden wir Christen zwar nicht verfolgt, aber öfters lächerlich gemacht, diskriminiert, vom öffentlichen Diskurs ausgeschlossen. Und das wird wahrscheinlich nicht weniger werden, denn wir Katholiken sind in Österreich gerade noch einmal etwas über 50%. An zweiter Stelle kommt nicht der Islam, auch nicht die Evangelischen. An zweiter Stelle kommen die, die gar keine Religion haben. In Wien sind sie, glaube ich, sogar schon die Mehrheit. Nun, auch unter uns Katholiken, das wisst ihr wohl nur zu gut, geht die Mehrheit nicht in die Kirche. Sie sind nur Mitläufer. Wenn sie ein bisschen bedrängt werden, irgendeine negative Notiz hören über die Kirche oder sonst was, ist ihnen der 1% Kirchenbeitrag gleich zu viel und steigen aus, treten aus. Negative Notizen über die Kirche schaden natürlich. Jetzt haben wir fast jeden Tag eine Nachricht über den Missbrauch in der Kirche. Zum Glück macht jetzt der Papst etwas. Er hat alle Bischofskonferenzen eingeladen, um über dieses ernste Thema wirklich zu sprechen und zu überlegen, was man da am besten machen kann. Es ist natürlich gut, dass man darüber redet, dass das nicht verheimlicht wird. Aber ob nicht in den Familien noch mehr passiert, nicht? Nur aus den Familien kann man natürlich finanziell wenig herausholen und das wird auch nicht so publik. Aber natürlich ist es ein größerer Skandal, wenn ein Priester so etwas Abscheuliches macht. Die Kirche ist zwar heilig, weil Jesus in ihr anwesend ist, weil wir das Evangelium und die Sakramente haben, aber wir können nicht erwarten, dass alle 400.000 Priester in der Welt Heilige sind oder alle 5.000 Bischöfe. Es hatte sogar schon bei den 12 Aposteln einen Verräter gegeben. Aber Jesus hat deswegen die Kirche nicht abgeschafft oder ist ausgetreten. Nein, wir müssen einfach besser mittun. Wir müssen auch das Positive sehen. Und das wird leider viel zu wenig, kommt viel zu wenig in den Nachrichten. Viele vertauschen eben die Lehre der Kirche mit anderen Sachen. Sie suchen ihr Heil, ihr Glück im Fortschritt, in der Technik, in der Wirtschaft, im Geld, in der Wissenschaft, in der Freizeit, in anderen Religionen, in der Esoterik und so weiter. Es gibt natürlich auch da überall viele gute Sachen. Das will ich gar nicht bestreiten. Aber wenn man das Wesentliche, das Ewige, das Heilige vernachlässigt, dann hat das negative Folgen für das eigene Glück und auch für das Wohl der Gesellschaft. Es gibt ein Wort Jesus, das uns leiten kann bei unserer Suche nach Glück und Heil. Sucht zuerst das Reich Gottes und alles andere wird euch dann dazugegeben. Amen. Wir bekennen unseren Glauben an Gott, der unser Glück, unser Heil will. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir möchten nun unsere Bitten vor Gott bringen.
öffne unsere Augen, damit wir nicht blind sind für die Dinge, die unser Leben glücklich machen. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten dich, erhöre uns. Öffne unsere Ohren, damit wir nicht taub sind für das Unglück anderer. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten dich, erhöre uns. Öffne unsere Herzen für den göttlichen Willen, damit das Miteinander glücklicher wird. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten dich, erhöre uns. Öffne unsere Hände, damit wir den Traurigen etwas von unserem Glück reichen können. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten dich, erhöre uns. Öffne unseren Mund, damit wir den Mut haben, für das Glück anderer Parteien zu ergreifen. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten dich, erhöre uns. Öffne deinen Geist für die Verstorbenen. Sterbetag haben Josef Katzenschläger und Josef Andorfer und Altpfarrer Johann Bachel, damit sie bei dir das Glück wiederfinden. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten dich, erhöre uns. Das erbitten wir durch den, der unserem Leben das wahre Glück schenkt, durch Christus, unseren Herrn. Amen. Lasset uns beten. Barmherziger Gott, das heilige Opfer, reinige uns von Sünden und mache uns zu neuen Menschen. Es helfe uns, nach deinem Willen zu leben, damit wir den verheißenen Lohn erlangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Wir danken dir, Vater im Himmel, und rühmen dich durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn durch seine Geburt hat er den Menschen erneuert, durch sein Leiden unsere Sünden getilgt, in seiner Auferstehung den Weg zum Leben erschlossen und in seiner Auffahrt zu dir das Tor des Himmels geöffnet. Durch ihn rühmen dich deine Erlösten und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist.
Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Manfred und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird. In der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Im Vater unser beten wir um das Reich Gottes. Wir aber singen es heute und da geben wir uns die Hände auch über den Mittelgang. Thank you.
Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist. Gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Gottes. Lamm Gottes. Lamm Gottes. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass dein Gesicht unter mein Dach, aber sprich mein Wort, so wird mein Sünde gesund. Selig, die zum Hochzeitsmahl des Lammes geladen sind.
Glücklich alle, die über sich selbst lachen können. Sie werden ernst genommen und sind dem Himmel nahe. Glücklich alle, die sich ausruhen, ohne dafür Entschuldigungen zu suchen. Sie strahlen Gelassenheit aus. Glücklich alle, die schweigen und zuhören können. Sie werden dabei viel Neues lernen. Glücklich alle, die achtsam sind auf die Bedürfnisse des anderen. Sie werden viel Freude verschenken. Glücklich alle, die ein Lachen auf ihrem Gesicht haben. Sie sind wie die Sonne nach dem Regen. Glücklich alle, die das Anderssein anderer wohlwollend annehmen. Sie verschenken ein Stück Frieden. Glücklich alle, die denken, bevor sie handeln, und beten und still werden, bevor sie denken. Sie werden sich eine Menge Dummheiten ersparen. Glücklich alle, die Unrecht ertragen können, um der größeren Gerechtigkeit Gottes willen. Sie sind dem Geist des Evangeliums sehr nahe. Glücklich alle, die das Evangelium in ihr Leben übersetzen. Sie werden Licht, Güte und Freude ausstrahlen. Lasset uns beten. Gott, du Spender alles Guten, du hast uns das Brot des Himmels geschenkt. Erhalte in uns das Verlangen nach dieser Speise, die unser wahres Leben ist. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Verlautbarungen für die kommende Woche. Heute ist um 11 Uhr die Taufe von Pia Pötscher. Die Wochentagsmessen sind wie gewohnt um 7.15 Uhr, außer Mittwoch, 18.30 Uhr Aussetzung und stille Anbetung und um 19 Uhr Heilige Messe. Nächsten Sonntag, 7. Sonntag im Jahreskreis, 7.30 Uhr Frühmesse und um 9.15 Uhr Pfarrgottesdienst. Der Stammtisch für pflegende Angehörige findet am Mittwoch um 19.30 Uhr im Gemeindeamt statt. Der Mittagstisch ist am Donnerstag wieder in Oberndorf. Vom kommenden Sonntag auf Montag wird in Maria Schutz Exerzitien mit Pater Anton Lesser angeboten. Genauere Infos im Aushang. Herzliche Einladung zur Familienwallfahrt nach Medjugorje mit Pfarrer Martin in der Karwoche von Samstag, 13. April bis Mittwoch, 17. April. Diese Reise ist besonders geeignet für Familien mit Kindern. Anmeldung im Pfarrbüro bis 15. März möglich. Wer möchte, kann ab sofort den wöchentlichen Pfarrkalender direkt aufs Handy bekommen. Nähere Infos am Wochenzettel. Ich bedanke mich noch bei allen für die Mitfeier dieser Familienmesse und den Schülern wünschen wir erholsame Semesterferien. Ja, auch ich schließe mich diesen Wünschen an. Viel Glück und viel Segen. Der Herr sei mit euch. Es segne euch der allmächtige und gute Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden.